So, Alter, sieht der scheiße aus. Wo der gerade so scheiße aussieht, ich denke, wir werden doch keine Hauptmission machen. So, einfach mal hierhin fliegen. Aus natürlich guten Gründen, die ich nicht nennen werde, weil ich ein Arsch bin. Na gut, aber keine Cutscene leider. Schade, passiert ja manchmal, dass beim Rückflug eine Cutscene aktiviert wird. Jetzt aber tatsächlich nicht. Ja, ist schon krass, was wir hier alles aufgebaut haben. Wobei ich mich frage, warum müssen die Dinger fucking nochmal so weit weg sein voneinander, ne? Ich meine, ne, guck mal, warum ist hier, muss hier so eine halbe Meile Strecke sein, um zum nächsten Dingens zu kommen? Gut, wir sehen uns später wieder. Haben wir eigentlich bei Quiet als Status? Muss ich mal fragen. Kann man das hier gucken? Option? Nein. Rekorde, oder? Spielrekorde. Vielleicht steht hier irgendwas von wegen hier D-Horse. Quiet 133. Hä? Ne, D-Dog 133. Wo ist denn Quiet? Ne, Moment. Quiet hat 133, D-Dog hat 45. Was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Was steht jetzt in Fortschritt? Abgeschlossene Mission 76%, ist schon mal etwas. Abgeschlossene Missionsaufgaben 40%. Achso, das ist wahrscheinlich alles in allem. Abgeschlossene Nebenoperationen, da haben wir gerade mal 52%, Alter, what the fuck. Abgeschlossene wichtige externe Aufträge, 80%. Okay, das heißt, ein oder zwei kommen noch. Listen vervollständigt, Tierschutz, gesammelte Dokumente, ne? Baupläne, Fast alle Souvenirfotos. Na gut, gehen wir erstmal. Wobei, ne, erstmal gehe ich jetzt duschen. So, ups. Okay, gehen wir mal kurz hoch. Gucken mal kurz, was Pass zu sagen hat. Danach will ich vielleicht mal wieder versuchen, die Zielübung zu machen, weil ich glaube, die müssen man tatsächlich auch machen. Ich glaube, das hat tatsächlich seine Wichtigkeit. She's been acting differently lately. Before, she'd respond to conversation. Just as long as it didn't conflict with her timeline. But now nothing gets a reaction from her. What happened? No idea. Well, Miller did go and tell her that Skullface is dead. If anyone should want revenge against him, it would be her. It's not exactly like an angel of peace to cheer for someone's death. Now, is it? There. Take a look at this, too. See it? Right there.
The wound is open. Yeah, it was all closed up, and then it went back to this. But why? The medic has no idea how it happened. He figures it must have been self-inflicted. Die ganzen Fotos kann man sich hier ansehen. Oh, krass mit der Gitarre hier, der Galvez. Wie ist denn der nochmal in Wirklichkeit? Der hieß doch anders. Hier der mit der Robo-Hand, die wir hier mittlerweile haben. Zumindest nach dem ähnlichen Modell. Na, guck mal hier, am Angeln, am Strand. Oh, ist eigentlich voll süß. Ich muss jetzt leider hier raus. Interessant, wir haben wieder eine Cutscene erhalten, finde ich schön. Und ich glaube, wir müssen nicht mehr viele Karten sammeln, also nicht mehr viele von denen hier, wie heißen sie, alte Motherbase-Soldaten, die müssen wir nicht mehr so viele rausholen. Und vielleicht kriegen wir noch sowas wie so ein kleines Finale für diese komische Nebenmission. So, Unterstützungsplattformen haben wir schon mal geschafft. Probieren wir es mal. Heute einen Tag auf dem Schießstand. So. Ich finde es schon mal schön, dass die Hälfte von den komischen Dingern einfach direkt neben mir gespawnt sind. So, ich denke mal, der Rest wird jetzt ein bisschen beschissener zu suchen sein. Na gut, 5 Minuten, das geht ja. Du auch noch. So, ach, da sind noch welche. So, du und dich hätte ich fast übersehen. So, 30 von 35. Ja, jetzt fehlen nur noch 5 Stück. Dafür sollten wir eigentlich genug Zeit haben. 2, oh lol. So, das ging wunderbar schön schnell. So, immerhin Zielübung abgeschlossen. Gucken wir mal. Nebenoperation. Ne, warte, wo sind die anderen Zielübungen? Haben wir schon die abgeschlossen? Wir haben eine von den Sachen abgeschlossen, auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht ein paar S-Leute da holen? Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir alles leider nicht. So, die können uns aber ein paar GMP verdienen. Ein Tag, 8 Stunden. Okay, dann gucken wir mal hier, also Wanderbase. Vielleicht die Kommandoplattform wäre eigentlich eine gute Idee. So, und hier mal wieder was zum Hören. Weil diesmal keine Musik wieder, sondern wieder eines der wichtigen Tapes. We finished decoding the informant's report. That floating kid we've run into a few times now. Looks like he was a test subject in clinical experiments. The Soviets called him the Third Boy. The Third Boy was brought to a lab on the outskirts of Moscow from Czechoslovakia, after which he was due to be sent to a research center in Leningrad, then Siberia, and finally an academic town in Novosibirsk. It doesn't appear that the researchers witnessed the talents we've seen from him, but nevertheless, he was quite the popular subject.
His latent cognitive abilities suddenly awoke en route to Moscow. According to the report, the third boy was easily influenced by other individuals' biofields. Evil thoughts, in particular. They affected his mind like a virus. Extreme anger or resentment, motives for revenge, in other words. Now, during the transport flight to Moscow, the boy was exposed to a powerful mental energy field coming from a certain individual. Ever since, being conscious of his powers, he's become a sort of energy generator. What's unique about him is the way his acute telepathic abilities get taken over by another person's will. The boy began to physically parasitize individuals experiencing extreme anger and codify the host's desires. This includes amplifying the host's natural strengths. Or, in accordance with the host's desires, he can also implant program code in another individual, making them a puppet, essentially. Human neural synapses transmit weak electrical currents between neurons. These electrical currents, though at a level difficult to observe, okay. Warp the magnetic. Na komm, starte ich schon mal das Ding, ich höre so lange weiter noch. The third boy is able to pick up these weak fluctuations. Contrary to psychotronics, which involves controlling the human mind, his abilities as a receptor are too high. The emotions he picks up from another individual are amplified and unleashed into his body as they recur in his brain. They turn into microwaves, which then affect the physical world, triggering paranormal phenomena like the spontaneous combustion of organic matter or psychokinesis, or moving an object without touching it. And one other thing. While he's parasitizing the host, the boy's ego gets shut away, allowing the will of the host to take control of his powers, like some annoying static drowning out your own voice. That means he isn't responsible for what's been happening. Somebody's extreme anger has manifested through the third boy's powers in ways none of us could have predicted, which would mean this was going on somewhere around us. Okay, das sind sehr, sehr wichtige Informationen, die wir gerade erhalten haben. Über, naja, Psycho Mantis kann man ja sagen. Wir wissen ja, dass er es ist. So, ich frage dich mir jetzt schnell, wo ist denn der Rest? Haben wir angeblich noch 12 Stück, aber ich sehe hier gerade keins mehr. Ja, wir haben ja noch genug Zeit, wir könnten in Ruhe gucken. So, da oben war eins, das habe ich mir irgendwie gedacht. Aber ich sehe hier sonst keins. Da oben ist auch nichts. Vielleicht probieren wir es mal mit. Ne, hier ist aber auch nichts, ne? Unten so ein bisschen runterschielen. Ist aber auch nichts. Vielleicht muss ich hochgehen, um die richtigen Antworten zu finden. Jetzt kommt auch noch der Zeitdruck. Ich finde, das ist irgendwo ganz oben. Boah, wehe. Nee, hier ist es nicht. Hier auch nicht. Eins. Na komm. So, es ist hier oben noch eins. Shit. Shit, shit, shit. Und uns fehlen noch 7. Ah. Fuck, 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 fuck. Aber wo soll denn der Rest sein? Ich denke mal, wir werden noch mal kurz nach unten gehen müssen. Um zu gucken. Wahrscheinlich irgendwo. Irgendwo seitlich. Gucken wir mal hier zwischen. Ich meine, hier sind ja noch ein paar Dinger, die unten und unter uns sind. Nichts.
Auch nichts. Unten war jetzt. Da habe ich was gesehen. Da habe ich es schielen sehen. So, ich würde, der Rest ist auch hier irgendwo. Ah! Leute, Moment. Da wäre ich jetzt fast an einem vorbeigerannt. Im Ernst, uns fehlen noch 5 Stück. Wo sind die? Hier, der Turm, oder? Nee. So, komm, hier muss noch einer sein. Come on, fuck you, bitte. Ey, wo? What the fuck is it? Where the fuck is it? Ah, shit. Jetzt frage ich mich, wo es gewesen wäre. Probieren wir es direkt nochmal. Jetzt mal vielleicht aus etwas größerer Distanz, dann sehen wir das Gesamtbild auch besser. So. Die ersten sind ja auch ziemlich einfach, muss man sagen. Die letzten 1-2 Stück. Nur die, die machen es einem schwer. Und hier ist auch keins. Hier ist auch keins hinter mir, ne? Wette. Genau. Ich hab's doch gewusst. Okay. Kann man tatsächlich alle aus dieser einen. Ja, ne? Von dieser einen Position aus kann man alle eigentlich. Oder gut wie alle sehen. Okay, 4 Stück fehlen uns noch. Oh, zum Teufel sind die 4 Stück. Hier nicht. Ah. Oh, das Ding ist auch, man... weiß nicht, ob hier vielleicht irgendwo an der Kante was ist oder sonst wie irgendwo. So, ich gehe mal hier runter. Shit. Okay, ich denke, ich habe eine Idee, wo das sein könnte. Geh nochmal hier hoch. Ups. Hier oben war noch ein Ding, was ich so gesammelt habe. Moment. Hier ist es auch nicht. Bitte. Ist nichts. Hier war doch einer. Fehlen immer noch 3 Stück. Alter, fuck. So, okay, immerhin. Neue Position erreicht. What the fuck, wo ist das Ding? Ja, die letzten 3 Dinger. Ich
komme nicht drauf klar. Wo ist das? What's up, boss? Boss. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es noch irgendwie hier drauf ist. Das hier ist ja nicht mehr die Kommando-Dingens, ne? Diese. Genau. Hier ist es schon. Wir sind schon zu weit. Vielleicht unter der unter dem Ding hier. Das ist falsch. Mann. So, hier könnte es noch sein. Shit. Ey, ich bin. Oh nee, das ist doch echt. Oh Mann. Ich hasse es, wenn es so knapp fehlt. Hier ist das letzte Ding auch nicht. Ah, Mann. Ah, das ist doch echt irgendwie kacke. Komm, ich werde es noch einfach probieren. Wahrscheinlich bin ich da auch echt ein bisschen zu, keine Ahnung, zu krass drauf. Der hier ist. Die hier sind ziemlich offensichtlich erschienen. Aber es scheint mir so, als ob alle so gespawnt sind, als ob ich die direkt sehen könnte. Das kann ich direkt sehen. Das kann ich auch noch direkt sehen. Die Dinger kann ich direkt sehen. So, da hinten. Habe ich den ja vielleicht beim letzten Mal nicht gemacht? Moment, hier oben. So, damit hätten wir den Teil. Hier waren noch welche. Hier war der eine, hier war der andere. Genau. Ey, ich könnte mir vorstellen, ich weiß, wo die letzten paar sind. Die sind tatsächlich hier. Ne, ich dachte, die wären vielleicht irgendwie hier unten aufgeklebt. Also es sind wieder drei Stück. Okay, wir haben genug Suchzeit. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach irgendwie voll blind und sehe die einfach irgendwie nicht. Obwohl die voll irgendwie offensichtlich in der Gegend rumstehen. Ja, ich gucke mir das in Ruhe an. Okay, hier hängt nichts. Unter dem Ding hängt auch nichts. Ah, hier habe ich den Scheiß natürlich nicht abgecheckt mit den. Mit den Vents. Na, nur mal so. Kann es echt nicht vielleicht hier sein? Ohne dass ich das sehe. Ah, shit. Na, hier wird es definitiv nicht sein. Erst weitersuchen.
Boah, diese Wehe, wirklich Wehe, die sind irgendwo voll arschig versteckt. So, hier habe ich auch eine gewisse Übersicht über die relative Situation. Hilft mir nicht. Sorry. Boss, we're ready to develop new equipment. Just give you. Ich habe nur kurz geguckt. Ja, neue Waffen, weiß ich nicht. So, ich werde, die sind hier irgendwie so arschig am Rand versteckt. Hier sind sie auch nicht wirklich, oder? Nee, ne? Boss. Moment. Nee, ist es auch nicht. Okay, ich gehe dann mal hier hin. Versuch's noch mal oben. Shit. Das ist die falsche Richtung. Hier waren die. Es ist so blöd und so schade. Gerade weil es halt eben, es sind nur zwei oder drei Stück, die fehlen. Ja, tut mir leid, Freunde. Ich denke mal, ich werde im Internet gucken, wo die Dinger sind. Da mache ich die allein und dann... Ja, also sorry, dass ich da so viel Zeit vergoldet habe. Da kann man schon... Kann man wirklich sagen, es ist vergoldete Zeit. Ja, Mann, war das blöd. Ich werde mir das im Internet angucken und dann sehe ich so, okay, das ist eigentlich an dem obvious place und so. Aber... Oh, ey. Wie, das ist irgendwo offensichtlich und ich habe es nicht gesehen. Wobei, eigentlich wäre es schon fast nicht mehr so schlimm. Weil dann könnte ich sagen, aha, guck mal. Fuck you. Ist nicht meine Schuld gewesen. Na komm, Hubschrauber. Roger. Aber so richtig ärgerlich auch noch. Da haben wir heute nicht mehr viel mehr geschafft, als komische Zielübungen zu verkacken. Na gut, dann gönnen wir uns mal einen Flug zurück. Ah, das ist ein cooles Lied.